Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich und begrüße euch ganz herzlich zu unserem letzten Online-Vortrag am heutigen Abend. Ich bin die Katrin aus dem Team der Photo Adventure und ich habe euch den Oliver Güth mitgebracht, der uns bei seinem Vortrag in die USA entführen möchte. Oliver ist netterweise von der Ferne aus zugeschaltet, der ist eigentlich zurzeit im Urlaub und unterbricht quasi seinen Urlaub für euch. Das finde ich total toll. Dankeschön, Oliver. Und damit der Oliver, weil wir nicht wussten, wie gut die Technik funktioniert, auch für euch alle flüssig zu sehen ist, hat Tamron den Vortrag vorher für uns aufgezeichnet. Oliver ist live zugeschaltet. Ihr seht ihn auch schon im Video und im Anschluss steht er auch für eure Fragen zur Verfügung. Bevor ich gleich mal kurz an Oliver zur Begrüßung übergebe, möchte ich aber ganz kurz Tamron danken, unserem Sponsor, ohne den das alles hier nicht möglich wäre. Ja, lieber Olli, schön, dass du da bist. Danke, dass du deinen Urlaub unterbrichst. Was hast du uns denn in deinem Video mitgebracht? Ja, erstmal schön, dass ich überhaupt hier sein darf. Es ist ja Urlaub und Produktion. Wir sind ja hier gerade in Österreich. Ja, also wir waren, letztes Jahr war ich mit einem Startup, mit mehreren Freunden von mir, die haben ein Startup gegründet, waren wir in den USA, im Silicon Valley. Und da war ich für die als Content Creator unterwegs und das wirklich 24/7. Das bedeutet, man steht wirklich mit den Jungs morgens auf und macht schon wirklich den ersten LinkedIn, Instagram-Post, damit das mit Deutschland, mit der deutschen Zeit synchronisiert, bis über Google-Meetings, irgendwelche Meetings im Silicon Valley, über CEO-Treffen, aber auch wirklich ganz banale Sachen, wie man seine Freizeit, die man auch hat vor Ort, wie man die wirklich kreativ umsetzt, um da sein Portfolio wirklich voranzubringen. Und da sage ich noch viele Tipps und Tricks noch dazu. Also es ist eigentlich eine schöne bunte Mischung aus einer Jobwelt, die von Stress gebündelt ist, aber wo man auch in sehr kurzer Zeit sehr schöne Sachen erleben kann. Und da gebe ich wirklich viele Tipps und Tricks mit. Das heißt, du hast uns auch schöne Bilder mitgebracht, hoffe ich. Ja, davon gehe ich doch mal aus. Ne? Sehr schön, alles klar. Stellst du dich gleich im Video noch kurz vor oder möchtest du jetzt noch ein paar Worte zu dir sagen? Also ich stelle mich im Video auch noch mal kurz vor, klar, aber noch mal ganz kurz hier nochmal. Ja, mein Name ist Oliver Güth, ich bin gebürtiger Kölner und bin auch gelernter Werbefotograf. Und ja, sagen wir, mein Fokus liegt immer auf den Menschen im Bereich People, Lifestyle und Sport. Und tatsächlich als Fotograf ändert sich auch das ein bisschen, diese ganze Schiene, dass man ein bisschen mehr in diesem Bereich Foto-Video geht und daher auch der Name Content Creator, dass man ja Content generiert, kreiert für Kunden im Bereich Foto, Video, teilweise auch Text. Und das kommt im Video auch nochmal ein bisschen raus. Prima, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal und schauen uns dein kleines Filmchen an.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Güth und ich war 24/7 Content Creator für ein deutsches Startup und wir waren im Silicon Valley gewesen. Und einen kleinen Einblick möchte ich euch jetzt mal hier mitgeben. Kurz noch was zu mir. Ich bin Oliver Güth und bin eigentlich gelernter Fotograf und komme aus Köln, bin aber liebend gern in der ganzen Welt unterwegs, habe auch eine schulische Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und kann daher auch Bewegtbild, will mich selber als Technik-Crack oder Medien-Nerd-affin bezeichnen. Und so wie man mich sieht mit der Cap und mit der Kamera in der Hand, so sieht man mich eigentlich immer. Und aber erstmal ein kleines Mood-Trailer, was wir überhaupt da gemacht haben, um euch so einen kleinen Einblick zu geben, wie es überhaupt da aussah, was wir da erlebt haben. Und da geht so ein paar Sekündchen und jetzt erstmal viel Spaß damit. Ja, ich hoffe, es hat euch so einen kleinen Einblick gegeben, was wir da überhaupt gemacht haben. Natürlich ist das sehr, sehr schwierig, die 6 Wochen, die wir da waren, in ein paar Sekunden kurz darzustellen. Auf jeden Fall haben wir sehr viel gemacht, von Google Meeting in Silicon Valley bis hin durch zechte Nächte in Las Vegas oder in LA Downtown, bis hin zum Videodreh mit Red von ProSieben. Also wir haben irgendwie alles erlebt und deswegen versuche ich mich hier ein paar Slides auf einzugehen, aber gehen hauptsächlich auf die Bilder ein. Ja, erstmal ganz kurz, das ist hier einmal der Henrik und der Michael. Der Henrik ist quasi der Mann hinter der Vision und die Jungs, die hatten quasi die Idee gehabt, analoge Oberflächen digital erlebbar zu machen. Das bedeutet zum Beispiel, ich schnappe mir jetzt mein Handy, scanne jetzt eine Oberfläche, wie zum Beispiel eine Postkarte mit der App und kann darauf dann digitalen Videocontent produzieren und kann somit mehr Produktinhalte dem Kunden so vermitteln. So, und die Jungs sind auch beide Influencer, das bedeutet, die mediale Aufmerksamkeit hatten sie sehr, sehr schnell gehabt. Und daher kam auch irgendwann schnell eine Einladung vom German Accelerator zum Startup Bootcamp in Silicon Valley. Und der German Accelerator ist quasi ein Förderprogramm, die deutschen Startups fördern wollen, um diesen American Spirit back to Germany zu bringen. Und daher waren wir da. Natürlich auch alles mit Bildern und Videos belegt und beziehungsweise aufmerksam gemacht, denn Content is King und die Amis stehen auf Content. Und da gehen wir auch jetzt zu ein. Ja, aber erstmal das Allerwichtigste, what's in my bags oder bag, aber in dem Fall ist es ja bags, die Mehrzahl. Tatsächlich waren 2 Taschen von den Jungs, von Michael und vom Hendrik. Der Rest war von mir tatsächlich, was man halt alles so mit dabei hat als Content Creator. Ja, eigentlich bin ich ja Fotograf, und aber jetzt zum Thema Content Creation muss man natürlich auch Film bedienen können. Und zum Film gehört noch jede Menge anderer Stuff, wie nur die reine Fotokamera mit dem Objektiv. Mit dabei, Hauptarbeitstiere waren die Nikon D850, die Nikon Z6 mit dabei als Film. Und dazu hatte ich meistens das 35er 1.4 gehabt, das 85er 1.8, die 2 Arbeitstiere 24-70 und 70-200, G2 jeweils mit der Blende von 2.8 und dazu natürlich noch jede Menge Videokram wie Gimbals, ich hatte mehrere GoPros dabei, ich hatte eine Drohne dabei, Audio-Videorekorder hatte ich dabei, plus Licht, plus Festplatten etc. Also es war sehr, sehr, sehr viel Kram, was wir mit dabei hatten. Was man hier unten sieht in dem Bild, das waren tatsächlich so Daily Use. Das war das meiste Setting, was ich da mit dabei hatte. Also die Z6 mit dem 35er drauf. Dazu dann eine Tonstrecke. Also das war hier Ton. Und da ist alles auf dem Gimbal. Das war dieses Run-and-Gun-Prinzip, was wir hatten, da die Meetings sehr, sehr, sehr kurz waren und ich die quasi alle festhalten musste. Ja, Masse und Klasse, das trifft es, glaube ich, ganz gut als Content Creator, wenn man 24/7 mit jemandem oder mit Leuten unterwegs ist, dann auch im Ausland. Der Tag fing eigentlich morgens an um 4 Uhr, denn da waren die Jungs schon wach und mussten die ersten Calls nach Deutschland machen. Und selbst die musste ich ja auch aufnehmen, da das ja später dann auf mehrere Formate zugeschnitten wird. Unter anderem war das auch ein TV-Format, was wir produziert haben da vor Ort.
Und wenn da mal so ein Ausraster morgens am Telefon ist, weil was mit Deutschland nicht klappte, dann muss man das aufnehmen. Und daher fang mein Tag um 4 Uhr an und ging dann bis spät abends. Um 10 Uhr waren wir zurück im Hotel oder im Apartment in diesem Fall. Und dann ging eigentlich mein Schnitt erst los, meine Postproduktion. Und daher waren es immer sehr, sehr lange Arbeitstage. Ja, auch Thema Content is King. Ich glaube, das macht es eigentlich ganz gut aus. Das ist das, worum es auch letztlich geht. Da ich mit 2 Influencern unterwegs war, mussten wir natürlich täglichen Content produzieren, sowohl Foto wie auch Film. Und zu jedem Content sollte natürlich auch eine gewisse Story dahinter sein. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einmal wie im Bild zu sehen ist, den Hendrik in der Front von der Golden Gate Bridge. Da habe ich jetzt ihn fotografiert, da gehen wir auch gleich näher zu ein. Das war zum Beispiel für ein Product Placement und wir mussten da so ein bisschen was drumherum stricken. Und wir mussten zu jedem Bild, hat er einen relativ langen Text geschrieben, der muss auf das Bild abgestimmt werden. Und dementsprechend mussten die Bildlooks immer sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was wir da gemacht haben. Auch hier die Erstellung mehrerer Bildlooks im Format hier nach Einsatz. Es ging wirklich von LinkedIn, Facebook, also generell Social Media Posts und Stories bis hin zu TV-Formaten für YouTube, für ihre Website. Also wir haben jede Menge produziert für verschiedene Formate und daher auch der Einsatz mehrerer Stilmittel. Ja, wie auch gesagt, wie wir es hier auch schon sehen, das ist eigentlich so mein Daily Use, wenn es wirklich ums Filmen geht. Das war das 35er 1.4, das Tamron mit einem FTZ-Adapter und mit der Nikon Z6. Und es ist super zum Filmen, gerade offenblendig hat mir das sehr, sehr gut geholfen für verschiedene Filmaufnahmen, aber halt auch für Fotos. Und da sieht man wirklich, dass 35mm ein echter Allrounder. Habe ich tatsächlich als Porträtfotograf nie wirklich auf dem Schirm gehabt. 35 war immer so bei 45, 85 hängen geblieben. Habe das 35 jetzt auf der Reise ganz neu für mich entdeckt. Hier einmal wirklich von Ganzkörper, wie wir es hier links im Bild sehen, Over Shoulder und ganz rechts nochmal ein Close-Up. Und das haben wir wirklich in der Zeit gemacht. Das war ganz früh morgens an der Golden Gate Bridge. Wir mussten da auch um 3:30 aufstehen, damit wir da um 5 Uhr sein werden, oder damit wir um 5 Uhr da waren, war es ganz wichtig, dass wir so früh da sind. Denn wir wollten noch vor dem Sonnenaufgang da sein. Und man sieht auch hier wunderschön das Bokeh im Hintergrund, da wir fast offenblendig fotografiert haben, mit 1.6 in dem Fall. Und das, was mich wirklich so total gecatcht hat, ist einfach, dass wir wirklich auch wirklich close-up rangehen konnten. Ja, und tatsächlich sah es dann tagtäglich, war das mein Set auch unter anderem gewesen für Fotos. Meistens die 850 mit dem 35er drauf. Und dazu für die Bildbearbeitung vor Ort war das mein iPad mit einem Grafiktablett-Stift gewesen. Und weil die Sache war einfach die, der Hendrik sagte, pass auf Olli, wir haben jetzt 3 Minuten Zeit, ich brauche ein Foto und muss es quasi direkt online stellen für die Community. Oder ich muss eine Präsentation jetzt noch schnell fertig hauen für den Kunden und brauche das Foto quasi umgehend. Und da hatte ich keine Zeit gehabt, meinen Laptop auszupacken oder jetzt hier irgendwie Strom zu suchen, damit ich mich irgendwo in Ruhe hinsetzen kann, die Bilder bearbeiten. Das heißt, es muss alles on the go passieren. Und da hatte ich jetzt halt immer das mit dabei gehabt. Und was meinen Arbeitsflow extrem erleichtert hat, denn ich konnte wirklich überall auch Rohdaten auf dem iPad bearbeiten. Und das hat mir wirklich tatsächlich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und seitdem mache ich das relativ häufig, wenn es wirklich immer on location sein muss, die Bilder, also direkter Upload. Aber tatsächlich, Daily sah eigentlich so aus, das waren die Daily Pitch Events von den 2 Jungs, von Hendrik und Michael von Get Buff. Die hatten ja ihre Idee gehabt, waren ja nicht aus Spaß da, ich ja auch nicht, und die mussten ihre Idee auf mehreren Pitch Events, das sind quasi Events, wo man die Idee vorträgt, teilweise noch im Konkurrenzkampf mit anderen Leuten. Da sitzen dann Entwickler, Investoren, CEOs großer Technikunternehmen, die dann im Silicon Valley sind, in der Hoffnung, dass man sich natürlich connectet und in der Hoffnung, dass man natürlich dann einen Invest einfährt. Auch das haben wir natürlich alles filmisch und fotografisch begleitet, um den deutschen Investoren zu zeigen, dass man wirklich vor Ort ist, dass man sich anstrengt, um dann so ein bisschen einen visuellen Input mitzugeben. Ja, aus nix viel machen, das war tatsächlich meine tägliche Aufgabe vor Ort gewesen. Denn wie es so häufig heißt, Location sehen wir, ist es so eine doofe Telefonbox, die man da relativ häufig hat in diesen ganzen Coworking Spaces. Henrik sagte, pass auf Olli, ich muss jetzt hier einen Post machen, du hast jetzt hier 3 Minuten Zeit.
Einsatz soll LinkedIn, Facebook, Posts und Stories sein. Das ist auch immer ein großer Unterschied. Und es sollen halt coole, moderne Business-Bilder vom Business Talk sein. Und diese Bilder auch wieder direkt online stellen, weil er dazu was Wichtiges schreiben sollte. Und diese Bilder sollten direkt online gehen, weil er danach in 5 Minuten später eine Präsentation hatte beim Kunden. Dementsprechend muss es sehr schnell gehen. Wie man aus nichts viel macht, sehen wir hier, ich habe mir die Spiegelung zunutze gemacht, auch jetzt hier sehr offenblendig fotografiert mit Blende 2.2. Einfach aus diesem Grund, ich wollte die Spiegelung in den Bildern drin haben, aber ganz bewusst nichts Konkretes sehen. Ich wollte nur so angedeutet haben, okay, das scheint ein Office zu sein, aber ich wollte jetzt keine konkreten Menschen oder Schreibtische erkennen. Auch jetzt hier immer so leicht diagonal fotografiert, meistens im 45-Grad-Winkel. Damit man mich selber nicht sieht, ist ein super Trick, wenn man keinen Polfilter mit dabei hat. Und was ganz wichtig war, dass man keine Elemente hat, wie zum Beispiel diese Neonröhren, die oben an der Decke waren, dass die nicht in den Kopf durchgeschnitten sind vom Henrik, um so eine schöne Atmosphäre zu schaffen. So, und wie es dann in der Anwendung aussah, sieht dann so aus. Bisschen anderes Konzept gefahren, einfach hier einmal die Instagram Story mit dem Henrik hier einmal. Henrik Gottschalk, CEO GetBuff Daily Calls. Und dazu in der Story halt 3 Bilder zusammengepackt. Und im einzelnen Post sah es dann auch so aus. Auch da natürlich wichtig, dass man das Format von Instagram berücksichtigt, dass ein Hochformat ist, aber ein anderes wie das, was unsere Kamera macht. Dementsprechend muss man das immer im Vorfeld immer zuschneiden. Da gibt es aber genügend Apps für, auf dem Handy oder auf dem Tablet, was man direkt machen kann. Die sind ja vorgefertigt. Ja, und von Silicon Valley, San Francisco, wo wir quasi Business hatten, fast jeden Tag. Wir waren ja insgesamt 6 Wochen da gewesen, von denen wir 5 Wochen volles Programm hatten. Und jetzt so langsam nach 4, 5 Wochen neigte sich die Reise dem Ende entgegen. Und wir haben uns entschieden, wir machen noch einen Roadtrip Richtung San Francisco. Von San Francisco starten wir, gehen runter nach L.A. bis hin zu Las Vegas. Und da war so ein bisschen Freizeitaktivität für die Jungs. Für mich immer noch Arbeit, aber Arbeit ist ja schön, wenn man solche Locations hat. Was ich euch einfach hiermit zeigen will, ist einfach, was man machen kann, wenn man so eine Location hat, wie man von diesen Bildern zu solchen Bildern einfach hinkommt. Ich habe mir einfach das zunutze gemacht, das war das Sonnenlicht circa am späten Mittag, Nachmittag, hätte ich mal so 3, 4 Uhr war das. Das war nicht der High Noon um 12, um 1 Uhr, es war so ein bisschen später, das Licht ein bisschen seitlicher kam. Ich habe mir diese Flakes hier einfach zugute genommen. Das sind diese Lichtflakes, jetzt die hier kamen. Das ist das natürliche Sonnenlicht. Und durch diesen Spalt da oben ist das sehr, sehr grazil. Das ist wirklich ein richtiger, ist immer so ein länglicher Flake. Und damit konnte ich mir die Porträts wirklich sehr, sehr gezielt machen. Und sieht ja aus, ob ich den Rest abgeschattet hätte. Und das war auch genau das, was ich mal machen wollte. Hier auch dann fotografiert mit meinem 85er, klassisch für Porträts. Hab die Bilder jetzt mal nicht bearbeitet, nur einen kleinen Look drüber gelegt, um die euch mal relativ natürlich zu zeigen. Ja, auch hier sieht man, da habe ich mir von unten so einen kleinen Reflektor genommen, um diese Reflexion in den Augen noch so ein bisschen brillanter einfach zu machen. Und die 3 Bilder nebeneinander gesetzt, alles dunkel und durch diesen Lichteinfall, der so schräg von oben kam, wirklich die Bilder sehr, sehr akzentuiert und relativ hart beleuchtet, um so diesen toughen Look einfach hinzukriegen, den ich unbedingt haben wollte. Ja, und von L.A. ging es auch weiter, also war man immer noch da, ging es dann weiter Richtung Venice Beach, von Downtown nach Venice Beach. Und da, für mich selber als Skater, Surfer und Snowboarder, natürlich zu dem Spot, wo ich immer schon mal hin wollte, hatte aber leider nur ein sehr, sehr kleines Zeitfenster gehabt von, von 30 Minuten. Da hatte ich mich entschieden, stelle ich mich aufs Board, skate ich in den Park oder mache ich Fotos? Und habe mich dann für die Fotos zum Glück entschieden. Hatte dann auch hier meine D850 gehabt mit meinem Arbeitstier 2470. Habe da relativ weitwinklig fotografiert mit 24 mm, aber dafür offenblendig, denn da war der Skater direkt, ich sag mal, einen halben Meter vielleicht vor mir gewesen oder einen Meter maximal. Und ich wollte dann mir so einen Ausschnitt ziehen nur vom Skateboard und habe dann ISO 50 gemacht. Ich wollte ein bisschen runtergehen, weil er hat natürlich Gegenlicht gehabt und ich wollte das nicht komplett überblendet haben und wollte hier mit so einem Mut haben. Auch hier natürlich hatte ich zum Beispiel Glück gehabt. Ich habe jetzt normalerweise, wenn man mich kennt, ich mache sehr häufig Sportfotografie, habe auch schon was für Vans mal produziert. Ich wollte diesmal nichts Inszeniertes machen. Das wäre mir ganz wichtig. Ich wollte die Leute
am Spot, am Strand, am Beach, wollte ich die so natürlich wie möglich einfangen und jetzt nicht irgendwie inszenieren, hinstellen und das wirkt so ein bisschen gestellt, gerade wenn du Kiddies hast. Da wollte ich das ein bisschen sehr natürlich halten. Hab dann hier zum Glück diesen Jungen vor mir gehabt und hab auch den so ein bisschen verfolgt, weil ich ihn unbedingt fotografieren wollte. Und ganz zum Schluss, bevor ich eigentlich gehen musste, lief er mir echt original so vor die Linse und war dann überglücklich, wo ich die Fotos später auf dem PC gesehen habe, dass ich ihn auch so drauf hatte, um einfach so eine Story zu machen. Ja, und von da aus ging es eigentlich auch direkt weiter nach Las Vegas. Da kam der Hendrik zu seiner Hochzeit, zu seiner spontanen Hochzeit, die wir dann gemacht haben. Und auch hier, für mich als Content Creator, musste ich natürlich mit dabei sein. Ganz lustig, was ich euch eigentlich hier zeigen wollte. Und zwar, ich habe mich in dieses 35mm Objektiv so dermaßen verliebt, auch im Unterbewusstsein, dass ich einfach in die Brennweite, dass ich hier mit meinem Hauptarbeitstier 24-70, wenn man hier sieht, ich habe einmal mit 37, mit 34 und einmal mit 36 fotografiert. Und da wollte ich einfach zeigen, ich bin bei der Brennweite total hängen geblieben. Und das fand ich eigentlich total cool. Hat mir einfach gezeigt, dass es einfach noch andere Brennweiten gibt und dass man auch wirklich mit so einem Ding wirklich sehr viel Spaß haben kann. Und dann sind wir quasi von Las Vegas, haben einen Abstecher gemacht zum Yosemite Nationalpark. Auch hier wieder das 35er benutzt und hier mit Blende 10 durchgehend fotografiert, da es ja schon sein kann, dass bei 35mm in der Tiefe das schon so ein bisschen schwammiger bzw. das Bokeh langsam auftritt und auch hier wirklich abgeblendet, damit ich eine durchgehende Tiefenschärfe einfach habe. Das war der Grund dafür. Aber auch hierbei, wo wir dann den Hike gemacht haben, was ich euch einfach empfehlen kann, der Yosemite Nationalpark ist total geil. Es ist mega überlaufen. Es ist brutal voll da. Also, und was ich einfach gemacht habe, wir haben gesagt, die Jungs haben gesagt, pass auf, Olli, ja, komm, dann gehen wir mal so Nachmittag da rein, fotografieren ein bisschen was und dann fahren wir weg. Ich habe gesagt, Jungs, nee, das macht gar keinen Sinn. Einfach deswegen nicht. Der wird brutal voll sein. Die ganzen Hikes sind total überlaufen. Wir werden Stunden brauchen, bis wir da oben sind an unserem Spot. Und dann wollt ihr noch coole Fotos haben. Geht gar nicht. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns einen Camper gemietet für 2-3 Tage, so einen Riesencamper. Und da haben wir dann gesagt, pass auf, okay, dann campen wir, machen wirklich 3 Tage off. Die Jungs off und ich mit der Kamera natürlich immer noch mit dabei. Und haben dann wirklich gesagt, okay, dann campen wir da drin, waren dann 3 Tage vor Ort gewesen, hatten dann genügend Zeit gehabt und konnten auch morgens früh los, denn der Hike da oben war 3-4 Stunden Hike, bis man da oben war. Und das heißt, wir sind dann mit dem Morgenlicht, wollten wir fotografieren, das heißt, wir sind dann morgens um 4 Uhr losgegangen, damit wir so um 8 Uhr die Aufnahme da oben machen konnten. Wir sind dann diesen Rundweg gegangen, der unfassbar schön war. Und natürlich als Porträt-Brennweiten-Fotograf, natürlich die Porträts durften nicht fehlen. Und das ist dann tatsächlich kurz nach Sonnenuntergang entstanden, was ich eigentlich sehr schön finde. Also nicht nur Sonnenuntergang, sondern auch die Zeit nach Sonnenuntergang finde ich eigentlich sehr schön. Ist aber ein Zeitfenster von 15 Minuten vielleicht und dann wird es wirklich langsam dunkel. Auch jetzt hier wieder 35 fotografiert, 1,4 vom Tamron. Aber jetzt fotografiert mit der Blende 3,5 und Hundertstel und ISO 640, da es ja langsam schon dunkel wurde. Und ich aber trotzdem diese unfassbar coolen Porträts machen wollte, hier vom Hendrik. Dieses habe ich gesagt, pass auf, guck mal da oben hin, habe mir einfach mal hingezeigt. Und wir sehen auch diese wunderschöne Reflexion im Auge, das war einfach der Himmel gewesen. Und natürlich für eine Bildstrecke wieder so 2-3 Bilder hintereinander gemacht. Und wenn man mich kennt, da habe ich so einen coolen Spruch auf Lager aus meinen Fotoworkshops. Vordergrund macht Bild gesund. Und man sieht es auch, glaube ich, jetzt hier im rechten Bild ganz gut. Ich schnappe mal einfach was im Vordergrund und fotografiere so halb durch. In dem Fall war das ein Baumstamm gewesen oder ein Baum, so eine Tanne oder Nadelholz war das gewesen. Habe da so ein bisschen durchfotografiert, um dem Bild einfach so eine gewisse Tiefe zu geben. Ja, da habe ich jetzt auch hier fotografiert, wieder mit dem 35er. Mit der Blende 3,5 fotografiert, so ein bisschen abgeblendet, um die Schärfe wirklich on point zu setzen. Das kann ich als Tipp immer ganz gut mitgeben. Also wenn ihr ein Objektiv habt, ihr wollt die maximale Schärfe haben, ruhig 2-3 Mal abblenden und so habt ihr wirklich eine optimale Schärfe da drauf. So, und dann geht es jetzt eigentlich auch schon weiter zu einem Video, was ich euch zeigen wollte. Als Content Creator macht man natürlich auch nicht nur Fotos, sondern auch Videos. Und dazu haben wir jetzt 2 Videos mitgebracht. Einmal ein Video, was der liebe Michael gemacht hat mit seinem Handy.
und einmal eins, was ich gemacht habe mit der Z6 und mit dem 35mm Objektiv. Und den Vergleich und was ich damit meine, sehen wir, glaube ich, direkt. Und damit viel Spaß. So, wir starten jetzt hier mit der Handyaufnahme von Michael. Ich glaube, man sieht das schon sehr, sehr schnell, dass die, auch wenn das ein ganz tolles neues Handy ist von den großen Herstellern, es kann bei Gegenlicht, von der Dynamik, von den Kontrasten einfach nicht mithalten mit einer Kamera plus einem guten Objektiv mit da drauf. Und daher zeige ich euch einfach mal einen Vergleich. Das war die Handy-Version und jetzt gehen wir in die Kamera-Version. So, gefilmt habe ich auch hier mit der Z6, meistens mit 35mm 1.4. Auch da, um diese ganzen Lens-Flares einzubinden, habe ich ganz bewusst die Gegenlichtblende abgemacht und wirklich voll reingehalten, um die als Stilmittel zu benutzen, um dem Bild so einen gewissen Look und Flair und die Atmosphäre von der Sonne ein bisschen einzufangen. Ja, ich glaube, der Unterschied war mehr als deutlich, dass es durchaus Sinn macht, wirklich sowas mitzunehmen, eine Kamera. Was ich dabei auch hatte, wir hatten zum Beispiel an dem Tag, da es ja relativ spontan war, teilweise hatten wir auch keinen Slider mit dabei gehabt und einen Slider, ein Gimbal, ein Stativ mit irgendwelchen Vorrichtungen. Das wäre einfach viel zu schwer gewesen. Habe mich ganz bewusst dafür entschieden, okay, nimmst du nur die Kamera, nur das Objektiv mit und machst du einfach. Ich hatte noch ein Aufsteckmikro mit dabei gehabt, was ich eigentlich nie benutzt habe, tatsächlich jetzt in diesem Fall für dieses Video, da wir es ja nur mit Musik, was Cinematisches, was Atmosphärisches produzieren wollten. Und da ein Tipp, wenn man sowas nicht hat, beziehungsweise wenn man sowas nicht mitnehmen möchte, weil es ja alles ein Gewicht ist, habe ich die Kamera von der Z6 zum Beispiel, jetzt hier mit 35mm, haben wir alles aus der Hand gefilmt. Da haben wir so ein kleines Stativ unten dran gehabt, was so ein Gorilla-Pod heißen die Dinger, um so ein bisschen nochmal eine Stabilität mitzugeben. Habe die Kamera dann wirklich auf 120 Frames per Second eingestellt, also auf Slow Motion, und haben dann damit dann auch diese ganz, ganz langsamen Slides mitgemacht, die dann sehr, sehr ruhig wirkten. Und somit kann man dann da quasi einen Gimbal bzw. einen Slider so ein bisschen sehr, sehr nahe kommen damit. Und die Fahrten, diese Kamerafahrten wirken damit sehr, sehr ruhig und ist immer ein super Tipp für unterwegs. So, aber dann natürlich sollte man, wenn man da ist in Amerika, auch noch die Zeit nutzen. Und man sollte natürlich auch dementsprechend was Sinnvolles oder was Schönes noch machen, wo das Herz persönlich sehr mitschlägt. Und dafür habe ich mich halt auch entschieden. So, das ist die liebe Christiana jetzt hier im Bild gewesen. Ich habe einfach gesagt, wenn ich schon mal in Amerika bin, dann will ich was Cooles machen, was ich mir schon jahrelang oder monatelang vorher im Kopf rumschwörte. Das ist dann so, das hatte ich mal im Kopf gehabt, das waren diese Coca-Cola-Werbung aus den 60ern, 70er Jahren, wo sehr viel Pastelltöne da waren, wo der Kontrast so ein bisschen entzogen war und wo ich diesen Look in viel unfassbar schön fand. Habe mir dementsprechend ein Model gesucht, habe vorher mir so ein kleines Konzept gemacht, so ein kleines Moodboard. Moodboards sind ja quasi eine Aneinanderreihung von Bildern, die den Look and Feel, also die den Eindruck vermitteln soll, in welche Richtung das Shooting gehen soll. Dementsprechend habe ich das so ein kleines PDF angefertigt, habe das dann hochgeladen in Facebook-Gruppe und habe das an ein paar Leuten geschickt von Instagram. Ich habe einfach gegoogelt, irgendwie, war ich in Facebook gewesen, Model San Francisco, und habe dann Facebook geguckt, Model San Francisco in der Suchanzeige von Instagram und Facebook.
Da spuckte der mir schon irgendwie 10 Leute aus oder 10 Seiten auf Facebook. Hab damals ein Konzept vorgeschlagen. Das waren nur 2 Seiten, einfach so ein bisschen klein. Aber den Leuten signalisiert das einfach, ah, okay, der hat ein Konzept, der meint es ernst, der ist super vorbereitet und dementsprechend haben sich sehr, sehr viele Leute drauf gemeldet, die auf dieses Konzept, auf diesen Look wirklich Bock hatten. Und so habe ich dann das liebe Model Christiana kennengelernt. Natürlich super, ich sollte auf Locals setzen. Das kann ich euch auch nur als Tipp mitgeben, denn die Locals kennen die besten Locations vor Ort. Und wenn wir als Touri da sind, kennst du das natürlich jetzt nicht unbedingt. Und sie hat gesagt, pass auf, Olli, wenn wir fotografieren, dann direkt hier. Hier gehe ich einmal die Woche Milchshake trinken. Und da haben wir dann die Besitzerin gefragt. Die war damit super einverstanden und gesagt, ja, kein Thema, kommt rein, macht was. Aber kein großes Setting. Das bedeutet, Available Light mussten wir fotografieren. Auch jetzt hier die meiste Zeit oder sehr häufig meinen 35er gehabt. Hier offenblendig fotografiert. Einfach aus diesem Grund, da es ja relativ dunkel hinten war. Ich wollte es relativ schön hell haben. Aber auch aus den DSVGO-Gründen, ich durfte oder wollte ja keine Leute zeigen, wollte die einfach wegblenden, beziehungsweise dann ausblenden und unscharf machen. Auch jetzt hier das 35er, so ein bisschen weiter weg, so ein bisschen aus der Halbtotal, um die ganze Szenerie einfach mal zu zeigen. Und haben jetzt das Schöne, weil wir hatten ein riesengroßes Fenster von direkt hier vorne gehabt. Erst hinten wurde es sehr, sehr dunkel. Das heißt, ich konnte auch hier offenblendig noch mit 160stel und ISO 400 konnte ich umgehen. Und in der Zeit, natürlich muss man das Model so ein bisschen bei Laune halten. Das heißt, in dieser Stunde, die wir als Shooting hatten vor Ort, ja, haben wir mal eben so 10 Milchshakes weggetrunken. Aber das hält das Model natürlich bei Laune und es freut die Kassierer halt auch, wenn da nochmal so kleines Trinkgeld bei rumkommt und die so ein bisschen Geld machen. Das ist ganz, ganz wichtig in Amerika, damit beide Seiten glücklich sind. Seid spendabel, denn dann kommen die Amis euch wirklich sehr entgegen. Das ist nochmal ein super Tipp, den ich mit dazugeben kann. So, und aus der Totalen gehen wir ins Close-Up rein. Und das war jetzt hier mein Tamron 85 mit der Blende von 1.8. Fotografiert habe ich aber allerdings mit der Blende 2. Einfach deswegen, ich wollte einen richtig, richtig Blurry-Effekt haben. So, und dementsprechend habe ich mir wieder was geschnappt. So ein bisschen hier was im Vordergrund. Das war, glaube ich, so ein Papiertaschentuchhalter aus Metall. Und der hat natürlich wie wild reflektiert. Und genau diese Reflexion habe ich mir im Vordergrund zunutze gemacht, weil ich wollte diesen Rotton hier seitlich noch aufgeschnappt haben. Denn dahinter war irgendwie ein Poster, was überhaupt nicht in mein Konzept passte. Und da habe ich mir einfach was geschnappt, was dieses Poster verdeckte und gab nun so ein schönes Stilmittel. Und habe damit wieder diese 3 Ebenen geschaffen. Ich habe einmal wieder meinen Vordergrund, meine Hauptebene mit dem Model drin und mein Hintergrund, der wieder unscharf ist und der gibt dem Bild so eine gewisse Tiefe einfach nochmal und das fand ich sehr schön. Natürlich auch jetzt hier wieder aufs 35er mit der Blende 1.4 und fotografiert habe ich mit Blende 2.2. Waren wir hinter im Raum, das war auch relativ dunkel und was mich da einfach jedes Mal fasziniert hat, ist einfach, dass ich mit dem 35er die Porträts machen kann, aber halt auch die Ganzkörpersachen. Und das fand ich so schön, weil normalerweise, wenn ich Porträts mache, ist es meistens 85, so um den Dreh. Und jetzt Porträts zu machen mit 35er, gibt eigentlich den Bildern so einen neuen, frischen Look. Den fand ich eigentlich sehr schön. Vielleicht so ein bisschen cinematisch, so ein bisschen was aus dem Fernsehen. Hatte da auch so ein bisschen Bilder gehabt, wie wenn man vielleicht noch die kennt, so eine Serie auf Netflix, Stranger Things. Und so ein bisschen diesen Bildlook wollte ich ein bisschen haben. Das war so ein bisschen 80s. Und genau diesen Look wollten wir auch haben. Da auch ganz cool, da habe ich mir eine Kellnerin geschnappt, habe gesagt mit der Kellnerin, pass auf, red mal mit dem Model. Und die hat die dann echt zum Lachen gebracht. Das ist wirklich aus der Situation raus entstanden. Und das macht die Bilder so viel sympathischer und so viel ehrlicher, wie wenn man sagt, lach doch mal. Ja, und das ist eigentlich ganz cool, denn wir sind ja immer noch alle Menschen. Ja, und aus diesem Look sind wir dann, haben wir noch gesagt, pass auf, jetzt gehen wir so ein bisschen dreist noch rein, aber sind in den hinteren Laden reingegangen, hab mir tatsächlich einen Blitz aufgebaut, einen kleinen, mit einer großen Softbox, die war so 1,5 Meter groß. Der Aufbau ging relativ schnell, hab mir auch hier das 35er geschnappt, hier mit einer Blende von 1,8 fotografiert, wollte nur so ganz, ganz leicht vorne reinblitzen und wir hatten für das Foto 5 Minuten gehabt. Da der Besitzer das gesehen hat, gesagt, seid ihr bekloppt gewesen? Wir haben gesagt, wir machen nur ein paar Aufnahmen, jetzt baut ihr hier so ein großes Setting auf.
Und da haben wir gesagt, ja, tut uns leid. Und es gab dann noch so ein extra Trinkgeld fürs Café, fürs Bistro. Und dann waren auf einmal alle wieder zufrieden. Aber ich habe das nicht nehmen lassen. Und das ist mit das beste Foto von dem Tag gewesen. Und wir waren super happy. Einfach Dreistigkeit kommt weiter. Und mit Geld kann man sowieso alle zufriedenstellen. Und das Model ist happy gewesen und wir waren happy. Und das war auch so mit das Ende meiner Reise gewesen und damit auch schon zum Schluss. Und ich hoffe, ich habe so einen kleinen Einblick bekommen von 6 Wochen Amerika-Reise in dieser halben Stunde jetzt hier. Und ja, damit bedanke ich mich bei allen. Ja, lieber Olli, das war ja echt eine schöne Reise. Also mich hast du voll mitgenommen, muss ich sagen. Das war wirklich, wirklich schön. Aber so nach 6 Wochen Durcharbeiten, wie viel Urlaub hast du hinterher gebraucht? Es hielt sich tatsächlich in Grenzen, weil wenn du sowas machst, halt so eine große Reise, eine lange Reise mit ich hab irgendwie um die 10.000 oder 12.000 Bilder halt gemacht in dieser Zeit und hatte auch nicht so richtig viel Zeit gehabt, mir die Bilder anzuschauen vor Ort. Ich wollte eigentlich gar keinen Urlaub machen und wollte eigentlich nur die Bilder sehen und wollte mich in Photoshop, in Capture One, in Lightroom ransetzen, wollte ich eigentlich durchbearbeiten, was ich dann auch die nächsten Wochen gemacht habe. Und danach habe ich dann einen Urlaub gemacht, den verdienten. Okay. Bist du noch da geblieben oder bist du wieder zurückgekommen? Nee, ich musste ja zurück, weil es dann in Deutschland wieder weiterging. Ja, aber war eine schöne Zeit. Ja, hast auf alle Fälle tolle Bilder mitgebracht. Also mich hast du mitgenommen. Ja, freut mich. Ich hoffe, die anderen auch. Und hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick geben. Es war sehr, sehr sportlich. Wir haben so viel produziert, also so viele spannende Sachen, tolle Sachen, die ich vielleicht noch nicht gezeigt habe. Aber die kommen dann hoffentlich in der nächsten Zeit. Ja, was mich an der ganzen Sache ja fasziniert, Olli, ich bin ja jemand, der echt viel Schlaf braucht, ne? Ich bin jetzt mehr so ein Murmeltier, aber du hast da ja mal wacker durchgezogen irgendwie und das über 6 Wochen, also Hut ab, ne? Für dich selber, aber hattest du ja da irgendwie gar keine Zeit. Du bist quasi beim Sightseeing dann mitgegangen, wenn die Jungs irgendwie den Takt vorgegeben haben und hast dann so, sag ich mal, weil du dann dabei warst, um das Ganze zu dokumentieren, ja irgendwo von dem Sightseeing, was normale Touristen dann vor Ort erleben, irgendwo mit profitiert, sage ich jetzt nur aus Ermangelung eines besseren Wortes. Aber bedeutet das wirklich, dass du in den 6 Wochen komplett fremdbestimmt warst und nicht außer dem Skatepark da an Venice Beach nichts hast sehen können, was du dir selber gerne ausgesucht hättest? Ist dafür Zeit gewesen oder gar nicht? Ja und nein, tatsächlich zugleich. Also ich habe dann mal mit den Jungs geredet, so nach 1-2 Wochen Produktion, habe gesagt, pass auf Leute, das ist alles schön gut, es macht mir selber auch Spaß, aber ich brauche mal einen Tag off, wo ich mal für mich selber die Stadt erkunden kann, wo ich selber für mich mal weggehe und rausgehe. Das muss man halt schon machen, das ist ja auch nur menschlich, soll ich auch jedem empfehlen. Aber nichtsdestotrotz blieb mein persönliches Interesse natürlich sehr, sehr viel auf der Strecke, im Sinne des Kunden hat natürlich, ne, das war natürlich klar, aber als Fotograf hast du natürlich auch selber diesen Anreiz, dieses, ich will jetzt das Beste rausmachen und als Fotograf oder als Content Creator, du willst natürlich auch für dich selber privat fotografieren. Also das heißt, du stehst halt morgens um 3 Uhr auf, damit du um 4:30 an der Brücke bist, an der Golden Gate Bridge, weil du ja nicht nur für den Kunden das beste Foto haben willst, sondern du willst für dich selber privat das Foto halt auch haben, was du dir dann vielleicht an der Wand hängen kannst. Also der Anspruch ist halt beruflich und privat sehr, sehr, sehr eng verbunden, weil das auch einfach meine Leidenschaft ist. Von daher ist es mir gar nicht so krass aufgefallen. Ja, Wahnsinn. Aber Schlafmangel war schon da, ja? Ja, der war. Also morgens Kaffee war schon wichtig. Nee, also Schlafmangel war schon nicht schlecht, ja. Ja. Wahnsinn. Wie stelle ich mir das denn eigentlich vor? Ich sag mal, so ein Job, ich meine, 6 Wochen Amerika, wenn man das jetzt mal vergleicht mit, einem 6-Wochen-Job hier, weiß ich jetzt gar nicht, lohnt sich das überhaupt auch finanziell? Oder sagst du, Mensch, natürlich muss es irgendwie auch passen, aber wenn man jetzt 6 Wochen unterwegs ist und dabei so viel sieht, das ist quasi auch ein Teil der Bezahlung, wenn man so möchte? Oder wie stelle ich mir sowas vor? Das ist tatsächlich extrem unterschiedlich. Natürlich habt ihr jetzt von Kunde A bis Kunde Z ist alles da. Also ihr könnt natürlich einen Kunden haben oder ein Projekt haben,
wo dann sagt, pass auf, 6 Wochen, jeden Tag einen Tagessatz von einem Fotografen, keine Ahnung, 1, 2 oder 1.500, keine Ahnung. Da kann man sich das ausrechnen, da bist du ganz schnell irgendwie bei 40.000, 50.000. Und das zahlt ja kein Startup, also nicht mal ansatzweise. Also muss man halt irgendwie einen Deal finden, was irgendwie cool ist und wo du sagst, pass auf, klar, also finanziell muss das halt sich schon relativ lohnen, dass jetzt quasi einen Monat in Deutschland, dass der jetzt nicht schlechter wird wie einen Monat in Deutschland, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Ja. Das wollte man halt schon machen, damit man zumindest so seine Fixkosten, seinen täglichen Bedarf halt abdecken kann. Aber ich habe das natürlich auch aus diesem Anreiz gemacht. Wann hat man schon mal die Chance, 6 Wochen Amerika zu machen, ja, das stimmt, wo die Fixkosten in Amerika durchgehend bezahlt werden? Ja. Und so ein Apartment in San Francisco kostet im Monat zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Mhm. Da kommen noch Mietwagen hinzu und irgendwelche Ausflüge, irgendwelche Flüge, die wir innerorts gemacht haben im Land. Die wurden natürlich bezahlt. Und das war natürlich auch ein riesengroßer Anreiz einfach dahinter, dass du sagst, okay, pass auf, ich mache das, weil ich wirklich Bock auf den Job habe, aber weil ich auch Bock habe, für mich selber dahin zu fliegen, um für ein Portfolio was zu machen, was ich auch gemacht habe. Und das muss man halt schon so sehen. Als Chance einfach muss man das sehen. Nicht nur mit stierem Blick aufs Geld machen. Dafür ist der Jobfotograf einfach falsch. Dafür musst du ein Banker werden, dann kannst du ihn aufs Geld machen. Aber da muss die Leidenschaft mitgehen, das ist ganz klar. Ja. Ah, das klingt doch alles sehr authentisch. Also kaufe ich dir ab. Wir haben uns heute das erste Mal gesehen. Aber nee, das passt schon ganz, ganz toll. Also schöne Bilder, schöne Reise, schöne Erklärungen. Ja, danke. Ja, nee, wirklich. Und das ist auch genau das Feedback, was hier im Chat kommt. Also ganz, ganz häufig wird gesagt, hör mal, super Bilder, cooler Vortrag, hast du toll gemacht. Also da kannst du dir wirklich auf die Schulter klopfen. Das ist auch hier gut angekommen. Es gibt aber noch so ein paar Detailfragen. Ja, gerne. Zum Beispiel, es gab ja Momente, in denen du ja im Grunde sofort die Bilder auch zur Verfügung haben musstest. Du hast dein iPad ja dann auch dabei gehabt. Die Susanne möchte gerne wissen, womit du dann deine Bilder auf dem iPad dann bearbeitet hast. Mhm. Tatsächlich, es gibt ja, man wird überflutet von irgendwelchen Apps. Ich arbeite tatsächlich jetzt da, ich sag mal, on the go mit dem Lightroom, mit der Lightroom-App. Die gibt es ja sowohl halt ganz normal als Applikation für den PC, aber halt auch auf dem iPad. Und das tolle Feature ist, wenn man bei Adobe dieses Abonnement hat, also gibt es ja dieses Fotoabonnement mit 12 Euro, glaube ich, im Monat, dann hat man auch diese Cloud und der synchronisiert sich gleichzeitig. Das heißt, ich lade die Bilder halt wireless oder mit einem USB-Stecker, bei mir war es in dem Fall wireless, von der Kamera direkt aufs iPad, kann die auf dem iPad im RAW bearbeiten, was auch schon richtig cool ist, das Feature. Du kannst halt RAW-Bilder bearbeiten. Wenn es schnell gehen muss, habe ich mal JPEGs rüber geschickt und dann die JPEGs auf dem iPad mit Lightroom-App bearbeitet. Und das Tolle ist, die werden dann automatisch synchronisiert mit dem Lightroom auf dem PC. Das heißt, ich mache meinen PC an, dann dauert das 5 oder 10 Minuten dann für die Synchronisation und dann kann ich die Bilder am PC direkt weiter bearbeiten, wenn ich möchte. Also quasi das Finishing machen. Das ist ja praktisch. Das hat ja gerade unterwegs auch richtig Zeit gespart dann. Absolut, ne? Absolut. Hat voll Minuten, die du dann zusätzlich schlafen durftest, ja? Ja, doch ein bisschen. Oh Mensch. Aber wenn du dann mal Freizeit hattest, ich meine, wir haben gesehen in Venice Beach am Skaterpark, hattest du dann doch wieder die Kamera dabei und hast dich nicht selbst aufs Board geschwungen. Hattest du denn mal einen Moment, wo du sagtest, Mensch, da hatte ich mal Zeit für mich, hatte ich mal Zeit zu atmen und ich habe mich entschieden, nicht zu fotografieren, sondern mal was anderes zu machen. Und wenn du was anderes gemacht hast, was war das? Tatsächlich fällt mir das natürlich immer sehr schwierig, weil du bist dann da in diesem fremden Land und das ist alles toll, alles geil. Du willst irgendwie jede Sekunde festgehalten haben, damit du dich später sagst, oh, hätte ich mal gemacht. Aber genau das ist halt der springende Punkt, weil ich jetzt öfters im Ausland war, an diesen tollen Orten. Du musst ganz, ganz bewusst die Kamera wegpacken. Am besten wirklich einpacken, verschließen und mal für dich selber rausgehen, um das mal zu verarbeiten, zu verinnerlichen. Das empfehle ich nur jedem. Das habe ich dann auch gemacht. Hab dann mal so Spaziergänge durch die Stadt gemacht, in umgehende Parks oder war dann auf dem Berg mal ohne Kamera, ganz bewusst. Dann für mein Gewissen habe ich schon was so eingeredet, ja, jetzt machst du ja Spotting, Location Check. dann immer noch mit dem Handy mal ein paar Fotos gemacht.
Aber ganz wichtig, mal ohne Kamera rausgehen und mal für sich selber das alles wirken zu lassen. Das ist dann doch nochmal ganz wichtig. Ja, was sind denn deine nächsten Ziele? Also stehen die nächsten Reiseziele schon fest? Hast du einen Auftrag, wo du sagst, irgendwie du kommst doch nochmal in ein anderes Land? Ich meine, jetzt mit Covid-19 ist das alles im Moment ja schwierig und wenn, dann ja gegebenenfalls vielleicht auch auf Eis gelegt. Aber hast du schon was, worauf du dich richtig freust, wo du sagst, hey, da komme ich mal wieder raus? Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich jetzt gerade brandaktuell, ich bin ja gerade in Österreich, in einem Kanton, der nicht Risikogebiet ist und wo man jetzt schon snowboarden kann, was auch schon ein Wunder für sich ist. Und ich bin jetzt hier auch gerade mit meinem besten Freund, der auch gleichzeitig mal Model ist. Und hier produzieren wir unter anderem ein paar Sachen für Adobe halt auch, für den Stock. Und aber tatsächlich, das ist hier auch ein bisschen Location-Check, was wir hier gerade betreiben. Wir wollen auch Connections machen mit Locals, was wir auch schon gemacht haben. Denn im November haben wir eine Produktion, auch wieder Content Creation, sowohl Foto- wie auch Bewegtbildmaterial für ein Snowboard-Startup aus Deutschland. Und da produzieren wir auch in Österreich. Aber auch das ist halt super schwierig zu handeln gerade, weil du halt einfach nicht weißt, wie ist denn die Situation? Wie geht es denn jetzt weiter? Was wird jetzt Risikogebiet? Wie sind die Einreisebestimmungen? Wird sich das ändern? Werden die Grenzen geschlossen? Also ich stehe genau an diesem Scheidepunkt. Der Kunde oder jetzt der will das Angebot haben, mit Vorschlägen, wo sollen wir hingehen, wo sollen wir snowboarden, wo können wir die besten Features machen, die besten Produktionen. Da habe ich gesagt, ja, ich kann Vorschläge machen, aber alles unter Vorbehalten. Da darf man sich selber auch definitiv nicht verhaften, sondern den Ball immer zurückspielen, immer sagen, pass auf Leute, aufgrund der Situation, immer unter Vorbehalt, das ist ganz, ganz wichtig. Weil irgendwann, wenn er sagt, ja, wir produzieren da auf jeden Fall, dann nagelt euch der Kunde fest. Und im schlimmsten Fall habt ihr irgendwas unterzeichnet und dann haftet ihr dafür. Also dementsprechend ist es ganz wichtig, das immer alles sehr, sehr offen zu lassen in dieser Situation. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich in Österreich produzieren im November für die Snowboard-Startup-Jungs und Mädels. Aber auch da, es darf kein Risikogebiet sein, wir müssen einreisen. Das ist schwieriger geworden tatsächlich. Aber es ist immer noch möglich. Das ist wichtig. Mhm. Naja, schon eine Jonglage tatsächlich. Ne? Ja, total, wirklich. Und wann kommst du jetzt zurück? Bist du noch lange dort, oder? Nee, es geht morgen zurück tatsächlich. Also, ja, dann hast du ja einen schönen letzten Abend hier mit uns verbracht. Ja, schön, wunderbar. Also ich ja, dass du dir Zeit freigeschaufelt hast, ja. Ja, ich trinke hier meinen Wein, genieße es und hoffe, ich kann noch ein paar Fragen beantworten und ansonsten bin ich auch sonst mal erreichbar für andere. Ja. Nee, sehr schön. Ich gucke nochmal in den Chat. Also tatsächlich sind keine weiteren Fragen gekommen. Da waren noch Fragen am Anfang. Und zwar hat die aber der Jörg an mich gestellt. Und zwar zum einen, Oliver, welche Filter du am 1530er genutzt hast, ob du welche nutzt? Am 1530er? Hatte ich mal benutzt, die sind auch wirklich ganz, ganz toll und kann ich auch nur jedem empfehlen, hatte ich aber jetzt dabei nicht mitgehabt. Okay. Da gibt es auch wieder ein paar Tricks und Tipps. Ich sage mal so, der Dynamikumfang der Kameras und RAW-Format inzwischen ist so unfassbar gut, dass man die Filter natürlich digital schon sehr gut ziehen kann, dass sie auch sehr natürlich aussehen. Ich bin natürlich ein Riesenfreund davon, das Bild eigentlich schon optisch zu haben und dann nur das Finishing zu machen, hatte aber tatsächlich aufgrund des großen Gepäcks und der ganzen Sachen da keine Möglichkeit, mal einen Filter vorzuschrauben. Okay. Ansonsten, ja, sonst digital. Oliver möchte auch wissen, wie die Filmmöglichkeiten mit der D850 sind. Wie schätzt du das ein, weil du immer mit der Z gefilmt hast? Genau. Also ich habe ja die 850 habe ich ja und ich habe die Z6 mal da gehabt, habe ich mir geliehen vom Kollegen. Und das ist schon ein Unterschied. Also gerade was jetzt Autofokus, Gesichts-Augenerkennung, also gerade dieses Run and Gun, was das ja ist. Also Run and Gun bedeutet letztlich unter Filmern, man nimmt die Kamera und filmt direkt, ohne dass man jetzt irgendwas hat. Das sind diese sehr schnellen, sehr hektischen Sachen. Ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn man jetzt Hochzeitsfilmer ist oder Eventfilmer oder irgendwas anderes, wo man Situationen hat, die man nicht sofort blickt, wo man aber sofort da sein muss. Da ist die Z6 der DH50 in fast allen Sachen überlegen, was Film halt angeht, weil der Filmautofokus so gut ist. Die Qualität bei der 850 finde ich super, total geil.
Die Bildstabilisierung ist bei der Z6 ein bisschen besser im Filmbereich. Also Z6, also merkst halt schon einfach, die Z6 ist schon mehr für Filmer gemacht. Es geht dann auch später, was dann Equipment angeht, was du dran mounten kannst. Wir haben dann einen externen Recorder dran gehabt und Mikrofon, Ein-, Ausgänge, HDMI etc. Also war einfach die Z6 deutlich mehr für Filmer zugeschnitten. Auch was Bildraten halt anging. Das war schon deutlich besser wie die 850. Und der Jörg möchte gerne noch wissen, bei deinem letzten Foto von dem Model da im Café, was du mit Blitz gemacht hast, wie groß war die Softbox und hast du es mit dem Aufsteckblitz gemacht? Ja, es war ähnlich tatsächlich. Und zwar die Firma heißt Genesis, die war von Calumet. Ich weiß gar nicht mehr, ob die vertrieben werden. Mit denen war ich auch in Japan, da gab es auch einen Vortrag mal darüber, auch mit der gleichen Blitzanlage. Das sind ganz, ganz kleine Blitze, die kosten, ich glaube, so 400 Euro. Sehen auch tatsächlich aus wie ein Aufsteckblitz. Die haben nur gegenüber den Vorteilen vom Aufsteckblitz, die haben eine herausragende Blitzröhre, was für einen Fotografen, der Blitzlicht macht, extrem gut ist, weil das Licht verteilt sich somit besser. Es wird halt nicht direkt schon gebündelt. Ich habe mich da fotografiert mit einem Profoto Deep Silver M-Schirm. Und das ist letztlich ein Fotoschirm halt für Fotografen mit einem Durchmesser von, ich glaube, 80 cm ungefähr. Parabolisch deep. Das bedeutet, der ist groß und relativ tief halt. Das ist halt sehr wichtig. Und damit kann man diese Blitzröhre mit dem Schirm daran schön mounten. Und man kann das wirklich fokussieren, das Licht. Und wer mal so ein Broncolor Para kennt, das ist auch so ein ganz toller Lichtformer. Das ist sehr ähnlich. Man kann das Licht wirklich schön bündeln, damit das sehr hart wird, sehr fokussiert. Oder weiter aufzoomen. Je weiter ich weggehe, desto defokussierter, desto softer wird das Licht. Also ich habe mit einem annähernden Aufsteckblitz, mit einer herausragenden Blitzröhre fotografiert, kleines Setting, einen Pro-Fotoschirm M, Silber und dazu nochmal einen Diffusor davor geklemmt, der das Licht nochmal deutlich softer machte. Und dann so, ich sag mal, 2,5 Meter weg vom Model, so ein bisschen weg und dann sind wir auf 2,5 Meter Höhe, so ein bisschen hoch, 45 Grad Winkel. Also eigentlich ein fast klassisches Licht, könnte man sagen. Okay, das waren eine ganze Menge technischer Details und ich bin mir sicher, einige von den Zuhörern fragen sich, oh, kann man bei dir auch einen Workshop buchen? Wann sind deine nächsten Kurse und wann gibst du Wissen weiter an alle, die das interessiert? Ja, also tatsächlich sollte ich ja wieder auf Deutschland-Tournee gehen, bei verschiedenen Vorträgen, wieder in Kooperation natürlich mit dem lieben Team von Tamron. Das machen wir, diese ganzen Hausmessen bei verschiedenen Fotoläden in der Region und in Deutschland sehr verbreitet, was aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation leider nicht geht und viele Sachen wurden natürlich leider abgesagt. Deswegen bin ich natürlich froh, dass wir hier so ein bisschen was Digitales halt haben. Finde ich übrigens ganz, ganz toll, was ihr hier aufgestellt habt. Also super gelungen, tolle Technik mal als schönes Feedback an euch. Die nächsten Workshops, die werden definitiv kommen, wenn sich die Situation so ein bisschen weiter klärt. Und es gibt relativ strenge, strikte Auflagen. Ich versuche gerade ein Konzept daran zu erarbeiten und will dann auch mit Tamron da wieder was an den Start bringen, was wir dort haben, um dieses Wissen in kleineren Gruppen vielleicht und auch alles unter natürlich strengen Auflagen, sowas wieder an den Start zu bringen. Also, es wird es wieder geben, keine Sorge. Okay. Vielleicht möchtest du kurz deine Webseite nennen, damit alle wissen, wo sie danach gucken müssen. Ja, also meine Webseite, gutes Thema ist, sagen wir mal so, not up to date, aber nichtsdestotrotz natürlich unter www.oliver-guet.com. Also Güt mit UE geschrieben, findet ihr meine Bilder, könnt mich kontaktieren, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail, eine WhatsApp, weiß ich nicht, schreibt mir eine Instagram-Nachricht unter Güt Photography und Güt mit UE geschrieben, da könnt ihr mir direkt eine Direct-Message schicken, aber ansonsten lohnt es sich natürlich auch mal bei Tamron vorbeizuschauen, die haben da immer verschiedene Vorträge oder Workshops in der Academy-Spalte und da tauche ich auch immer mal wieder auf. Und wenn sowas ist, was ich mal anbieten kann, meldet euch, schreibt den Tamron-Jungs und Mädels eine E-Mail und sagt einfach, pass auf, ich habe Bock wieder auf einen Fotoworkshop bei Olli. Finde ich mega interessant, das Thema. Wir machen immer themenbezogene Sachen, die sehr, sehr spannend sind. Und dann würde man auf den Newsletter gesetzt. Und wenn ich einen anbiete, dann wird man direkt informiert und das macht man.
wirklich Sinn. Also schreibt Tamron Deutschland oder mir direkt, dann sitzen wir euch auf der Newsletterliste und würde mich freuen, wenn wir uns natürlich alle wiedersehen, damit man vielleicht die Winterzeit zumindest ein bisschen nutzen kann und einfach was Schönes produziert im warmen Studio und da kann man schöne Sachen machen. Ja, sehr. Sag mal, Katrin, ja? Meinst du nicht, wir sollen mal mit Tamron schmusen und mal gucken, ob wir den Olli nicht nächstes Jahr zur Photo Adventure mal an Land bringen können? Ja, das klingt nach einem Plan, das machen wir einfach mal. Also, Oliver, halt dir schon mal den 12. und 13. Juni frei. Wir schmusen mit Tamron. Ja, mach das mal. Dann schmusen wir alle zusammen, dann kriegen wir das alles schon hin. Schönen Gruß an Andreas von Tamron an dieser Stelle. Ja, danke. Okay, mir scheint, weitere Fragen haben wir nicht, die wir zu beantworten haben im Chat. Also würde ich sagen, ich übergebe nochmal an dich für ein letztes wunderbares Schlusswort von deiner Seite und übernehme dann selber nochmal kurz. Ja, es wollte mich erstmal bedanken bei den Teilnehmern, die jetzt mal zugeschaut haben. War für mich natürlich auch was schön Neues, mal alles so digital weiterzuerleben, trotz Urlaub oder Produktion hier. Aber ich habe ja mein Glas Wein dabei, von daher bin ich guter Dinge. Ich hoffe, ich konnte euch mal so einen kleinen Einblick geben in das Leben eines Fotografen, wechselnd Content Creator. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir direkt über Instagram oder eine E-Mail oder schreibt den Tamron Jungs und Mädels oder Photo Adventure. Und ich glaube und ich hoffe und denke, wir werden uns sehr bald wiedersehen. Und sage deswegen schönen Abend zusammen und genießt den Donnerstag. Danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank dir. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen und zuzuhören. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und für alle anderen, nicht, dass ihr denkt, damit wäre es jetzt gewesen mit unseren Online-Vortragstagen. Nein, es ist so, dass wir morgen Abend weitermachen. Und zwar was ganz Besonderes hat Nicole für euch von 18 bis 19.30 Uhr neben euch Lisa und Florians mit nach Skandinavien. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Bilder zu sehen. Vielleicht habt ihr ja Lust, ihr könnt euch noch anmelden. Außerdem ein kleiner Hinweis in eigener Sache, der Thomas Bredenfeld, der konnte nicht zu Photo Adventure letztes Wochenende kommen, hat aber noch ein Online-Seminar zur Astrofotografie. Wir haben einfach seinen Offline-Kurs in einen Online-Kurs umgewandelt. Wenn ihr Bock habt, dann seid doch mit dabei am 22. Oktober. Die Infos dazu findet ihr bei uns im Shop. Da könnt ihr euch einfach ein Ticket dafür buchen. Das wird ein richtiges Seminar mit Interaktion. Und sonst nochmal zum Thema, Olli merkte das zweite Juni-Wochenende. Wir haben am 19. und 20. März im Landschaftspark in Duisburg unsere Workshop-Tage geplant. Also wer dazu Lust hat, einfach mal in den Terminkalender schreiben und so zum Jahresende auf unsere Webseite gucken, dann sollte das Programm stehen. Und nächstes Jahr am 12. und 13. Juni ist dann wieder die Foto-Adventure im Landschaftspark. Mit oder ohne Maske drinnen oder draußen. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Aber letztes Wochenende hat es ja auch geklappt und es war ganz schön. Also euch allen ganz, ganz lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht's!